Hallo meine lieben Bastelfreunde! Ich habe heute ein Video für euch, wie man diesen schrägen Deckel ohne Standschablone herstellt. Diesen abgeschrägten Deckel kann man dann für verschiedene Projekte verwenden. In diesem Fall habe ich es für eine Explosion Box verwendet. Aber mehr Ideen kommen später. Viel Spaß beim Zuschauen! Dieser Deckel lässt sich in jedem Format machen. Immer die Grundmaße plus 3 cm, aber Näheres kommt jetzt.
Und wie bereits erwähnt, wenn ihr natürlich eine quadratische Box machen wollt, wie zum Beispiel eine 10x10 Box, dann müsst ihr einfach zu den 10x10 auf jeder Seite 3 cm für diesen abgeschrägten Deckel dazu nehmen. Die Größe des Deckels hängt immer davon ab, welches Format ihr braucht. In diesem Fall für diese Explosion Box habe ich ein Maß von 22,5 mal 15,5. Ihr müsst einfach immer zu den Grundmaßen, die ihr braucht, 3 cm dazu. Und hier noch mehr Inspiration. Ihr könnt den Deckel natürlich auch für andere Formen verwenden, wie zum Beispiel hier eine Schatulle. Schön verkleidet wird die sicher toll ausschauen. Und was sagt ihr zum Gemüse? Schaut doch voll echt aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dorthin, Servus, eure Ella.